immer noch. Musst du die komplett auch von der Bank entfernen wahrscheinlich. Du musst ihn in den Reservespieler reinpacken. Da ist ja dann unten so ein kleines blaues Zeichen, dann kannst du wieder in die Reservebank reinstellen. Guti. Ja, dann auf ein faires und gutes Spiel. Ja, so ist das eigentlich von der Sache her ziemlich cool, weil du kannst dann auch so selber deine Dings machen, ne? Ja, deine Turniere und sowas dann halt auch, ne? Ja, das noch dazu. Und das vor ist allen Dingen, ganz cool. Es kann jeder nachjoinen und live mitschauen, Ja, klar. wenn du Kollegen dabei hast. Du erstellst den Raum und dann kannst du voll Community Action starten und so. Voll cool. Also wenn das wirklich jetzt so ist, wie wir die uns das gerade vorstellen und oder so wie es aussieht. Geile Sache. Da kann ich wirklich nicht über das Spiel meckern. Vielleicht ist die KI ein bisschen dumm, aber ich möchte alle unsere Zuschauer aufs herzlichste willkommen heißen. Naja, was heißt die KI, ne? KI kannst du ja entgegenwirken, dass du schneller du deine Spieler wechselst, etc. bla 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 etc. So, ja gut, dann mal viel Glück. Ganz klar hinten die Hacke reingejumpt, Alter, aber ganz klar, da gibt es keine Frage. Ja, komm, bleib so liegen. Ja, natürlich. Er hat noch nicht mal 10 Minuten gespielt. Da muss schon der Wasserträger kommen und muss mir helfen, das Stadion zu verlassen. Schöne Flanke, ey. Schöne Flanke. Auch dass du offline und haut das Ding vor spielen kannst. Einfach nur der Hammer, was die hier anbieten. Es war ein Foul, gar keine Frage. Jetzt war das die Rache. Willst du mir das ernsthaft danken? Einfach Rache. Aber dafür hat dein Spieler meine Stollen in die Fresse bekommen. Mittelfeld direkt zu überbrücken. Langer Ball in den freien Raum. Da ist im Moment alleine in Richtung Tor. Der Schuss. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade eben hast du mich echt gut abgelaufen, ne? Das muss man ja dann mal sagen. Ne? War schon nicht. Gerade darauf ankommt, da sind sie dann halt ein bisschen dämlich. Sind wir hier beim Wintersport? Sind wir beim Slalomlauf? Oder ist das hier wirklich Fußball? Sensationell! Na bitte, so kann man schon mal machen. Schön und selten. Macht er den? Er bringt ihn! Nice! Schön, schön, schön. Ah, das war gut. Ja, da kam die Antwort natürlich sehr postwendend wieder zurück. Ja, Paket zurück an den Absender. So muss das eigentlich sein. Das ist die Führung. Er nimmt den weiten Weg. Da ist die Flanke. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier.
Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Ja, also ich habe den sicher, statt er wegpasst. Ab in die Spitze. Schönes Ding. Den Weg frei. Ah. Weit nach vorn gespielt. Ein langer Ball über die Abwehr. Unglaublich, dass daraus nichts geworden ist. Richtig Schwein gehabt. Versucht einen Lupfer. Der ist schön durchgekommen. Stark angesetzt zum Kopfball. Abseits. Der ist drin. Nee. Nipp. Krass. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen... Ja, da erstmal die Geschwindigkeit rausgenommen halt, ne? Und dann erstmal zugesehen, sodass doch da ein bisschen Klarheit reinkommt. Dann das, ja. Auch immer die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Und damit steht fest, Doppelpacker. Und mit einer 2-Tore-Führung geht's nun weiter. Ja, Sie führen souverän. Sie müssen jetzt eigentlich nur noch versuchen, Ball und Gegner so weit wie möglich vom eigenen 16-Meter-Raum fernzuhalten. Oh, da wollte er den aber rauskratzen noch, Alter. Guck's dir an, ey. Leck mich am Arsch, ey. Wie der einfach nur abgeht. Ja, noch ist ja nichts verloren. Rüber, ja. Nach rechts. Er versucht ihn da durchzuspielen. Was? Warum geht denn der nicht da ran? Wäre doch super wegholbar gewesen. Da treibt er den Ball weit vor. Guter Lauf mit dem Ball. Können Sie was draus machen? Da wollt das aber wissen, Alter. Da wollt das wissen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Durch. Ab auf die linke Seite. Er schlägt ihn rein. Und Brom weiter! Ja, das ist nice. Super! Wunderbare Direktabnahme. Besser kann man das nicht spielen. Ein Tor wie ein Kunstwerk. Eine perfekte Hereingabe. Ein perfekter Abschluss. Jetzt erstmal nötig. Kriegt er den auch noch? Und dann aus Linie. Mann, Alter. Und wie er ihn auch vorne nimmt. Und wie er es einfach macht. Ja, war nice. Ja, ja. Damit brauchen sie nur noch eins. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zuschauer damit noch gerechnet haben, aber jetzt ist hier in diesem Spiel alles wieder offen. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Der Ball vors Tor. Mit dem Kopf zum Ball. Ich frage mich, wie der denn noch rübergeschlänzt hat, Alter. Da frage ich mich, ey. Guck's dir an, Alter. Er schlänzt ihn ja noch so übers Tor drüber, Alter. Ja. Heftige Scheiße, Alter. Beim nächsten Mal klappt's vielleicht. Ja.
nachspielen. Ja, man merkt halt, dass die Spieler, die du am Anfang hast, noch nicht so wirklich Potenzial haben. Ne? Weil die Spieler selber, die musst du ja dann auch nochmal leveln und alles noch dran. Also ich finde das schon okay so, dass sie wirklich angefangen haben, das wirklich so zu machen. So. Du musst deine Spieler leveln, weil die sind halt einfach scheiße. Ne? So, und dann nicht, dass du so ein vorgefertigtes Team kriegst, so von mir, ja, die können alles, die machen alles, ne? Sondern dass du wirklich gezwungen bist, da was dafür zu tun. Ja, erste schöne Halbzeit, 2-3 in der ersten Halbzeit kann man sich schon mal geben. Ja, so, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal 80 Sekunden Zeit. Ich werde sie nicht nutzen. Obwohl, ja doch, ich glaube schon, weil ich werde dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen was an der Aufstellung ändern. Irgendjemand von denen war doch eigentlich verletzt. Klar. Unabhängig vom Level der eigenen Spieler. Alles ist wieder bereit. Du merkst es einfach, wie sich der Ball verhält in der Kabine. Wir sind ja nicht die NSA, aber jetzt ist es an den Spielern, die Worte umzusetzen. Ganz anders ist wie bei FIFA. Er serviert ihn. Hast du das gesehen, wie er sich ausgetrickst hat im Mittelfeld, Alter? Alter, Schwede! Richtig nice, ey. Richtig nice. Schön drüber geflippt, Alter, der Run. Aber ich sag mal so, da kannst du eine echt geile Community-Aktion mit dem Spiel starten. Das muss man Pro Evolution Soccer aber echt mal lassen, ey. Da haben sie echt mal zu ihrem Besten gebettet. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind so wenig Anspielstationen. Er bringt das Ding. Ah, nee. Er konnte mit der Situation nicht umgehen. Oh. Da ist das Ding. Oh. Ball mit Menschen. Ah, siehste. Yeah. Na, erstmal 200 GP gekriegt, Ball mit manuellem Angriff gestoppt. Auch ziemlich cool, dass man hier für alles dann halt auch irgendwie Punkte kriegt, ne? Vor allen Dingen, was ich auch gemacht finde, ist, dass du einfach schon bei der Statistik, wenn du dir die Spieler anguckst, ohne uns die Info zu geben oder so, hast du eine separate Info mit dem Wichtigsten, was die Spieler aufmachen, so, ein sehr ob sie links oder rechts Fuß sind. Und die Flanke. Und der Kopf. Da ging das Ding noch wirklich an die Latte, Alter. Ich krieg ne Macke. Ja, und vor damit. Ball ist schnell spielen können sie noch nicht ab, die Guten. Ja. Dieser Wechsel zwischen schnell und langsam Spiel, ich weiß nicht, der kommt auch noch nicht so überzeugend rüber. Versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Er treibt den Ball durch. Die Tür ist sperrangelweit offen. Super gehalten. Ein langer Ball. Gefahr fürs Tor. Das fragen sie auch gerade. Nee, aber es sieht im Moment gerade so aus wie so ein Oberligaspiel. Ne? Also das muss man ja mal sagen. Und da ist der Pass. Oh!
Wie mies, Alter, wie mies. Ja, das war ein R1-Schuss, in meinem Falle dann halt RB-Schuss. Das sind kontrollierte Schüsse, so wie ich das gerade eben gelesen habe. Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, das muss man ja noch sagen. Damit sind sie jetzt schon zwei vor. Ich biete Wetten an. Das ist schon die Entscheidung, das reicht zum Sieg. Wer dagegen halten möchte, soll sich melden. Ich. Der den Pass hinaus auf die hin. Außenbahn. An die Flanke kommt keiner. Ah, da stört er die Flanke. Ab in die Spitze. Krass, Alter, die so. Da ist die Chance. Dass du dann auch einfach mal, wenn du Kreis nach A drückst, einfach mal nicht zum Beispiel den Ball nachrutschen. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber das sind zu wenig Anspielstationen. Versucht ihn nach innen zu spielen. Komm jetzt Eckball. So wie ich das gesehen habe, das soll nicht weggehen, ne? Oder? Ja, glaube ich mal. Der Außenbahn offensichtlich anfällig. Ah, nee, doch. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Das war doch Paul. Da, ja, das da hat er richtig gesehen. Der hier, ja. Guck's dir an, guck's dir an. Ey. Dafür. Kopfball. Ach nee. Sie lassen die große Chance liegen. Sie machen ja den Ball nicht rein. Ein Königreich für einen Anschlusstreffer. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Chance, die sie liegen lassen. Ja. Ja, weißt du, ich führe 2-4, also 4-2, ne? Ach so, okay. Hallo! Hallo! Guten Morgen! Mit den Schlenzern muss ich noch arbeiten, ey. Aber das ist. Ja, komm, der Foul, Alter. Warum die halt weg, ey.
Oh. Ja, leider schon. Ey, du drückst aber auch, ey, das ist. Ich weiß nicht, das ist sehr unangenehm, gegen dich zu spielen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ey. Warum? Ja, weil du drückst. Ich kann froh sein, dass es 2-4 steht. Da geht er durch. Siehst du? Genau das meine ich. Du spielst sehr, ich weiß nicht, so eine Mischung aus. Ich geh mal drauf. Oh nee, lassen wir die mal eine halbe Stunde so ein bisschen zappeln. Ne? Die sind sich dann ihrer sicher. Oh, jetzt geh ich mal wieder drauf zu da, so ein Schwachstellen. So, es ist richtig mies und dreckig einfach nur so. Sehr dreckige Spielweise. Das ist mir nicht so übel. Ich gehe noch mal kurz eben in meine Kameraeinstellung, weil dieses Dynamische, das steht mir nicht so. Ich hasse das eigentlich wie die Pest. Wobei, ja, weit ist eigentlich schon ganz gut so. Ich finde es ganz okay. Allerdings brauche ich jetzt. Ja, so wie ich es jetzt habe, ist das schon ganz okay. Ich brauche jetzt ehrlich gesagt ein Wunder. Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Raus auf den Flügel. Ein langer Ball nach vorn. Es sieht gut aus. Da ist die Chance. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ein sehr schönes Spiel. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Komm, jetzt kommen wir hier. Ballbesitz, siehst du? Ja, wusste ich leider. Ich habe natürlich mehr Schüsse aufs Tor. Gut, Fouls, ja, Freistöße ist auch klar. Ja. Aber definitiv ein sehr schönes Spiel. Auf jeden Fall. So. Die Sache ist die, leveln wir dadurch? Das weiß ich nicht. Nee, tun wir nicht. Schade aber auch. Okay, dann steht er aber nicht ganz. Ach, A ist das, doch ist egal. DMF. Hier. Spielst du eigentlich mit sehr, mit automatischen Spielerwechsel oder sowas? Nee, glaub nicht. Okay, gut. Das habe ich auf Standard gemacht. Ah, okay. Ja, weil du kannst nämlich unter Kader, kannst du ganz rechts auf Unterstützungseinstellungen gehen und kannst dann dort dem Spieler sagen, er soll sehr früh die Spieler wechseln, sehr spät die Spieler wechseln und halt, ne? Hingehst unter den Kadereinstellungen und das ist genial in meinen Augen und du setzt einen Spieler auf die falsche Position, werden dem automatisch Punkte abgezogen von seiner Leistung her. Finde ich auch okay so. Finde ich cool. Ist eine gute Sache. Cool. Weil so bietet es sich an, dass du was riskieren musst oder so, ne, wenn du mal keine passende Auswechslung hast oder sowas. Da musst du halt danach gucken. Bist du bereit? Noch nicht ganz. Ich bin gerade noch ein bisschen was am Pfeilen, weil mein defensives Mittelfeld, das ist ein bisschen überholungswürdig. Natürlich mit Jean Terry jetzt drin. Ne, den guten Mann mal eingewechselt. Ist zwar schon ein bisschen älter, ist aber nicht so schlimm. Der Gute, der kann auch Fußball spielen. Ne? Solange noch keine Gicht hat in den Knochen, ist das okay. Ja, aber mal schauen. Also bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Da steht er auch schon, der Gute. Ja, also ich muss sagen, für einen Free-to-Play-Titel sehr viele Optionen. Eine riesige Auswahl an Möglichkeiten,
während diesen, man diese ganzen Möglichkeiten schon eingebaut hat. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich glaube, die KI, die ist schon okay so. Aber es kommt halt alles mit dem späteren Spielverlauf dann halt. Das könnte nämlich daran liegen, dass viele Spieler auch noch ein extra separates Abseits. Ah, da hat sie gegriffen, die Abseitsfalle. So. Ja, klar, auf jeden Fall. Mit daran liegen. Da teilt er sich durch. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind so wenig Anspielstationen. Ja, dann wenden wir jetzt zurück, abseits von uns gewesen, wa? Schätze, ja. Freunde, das ist ja gemeingefährlich. Ein langer Ball nach vorn. Ja, ich würde sagen, die Aufstellung von mir, die ist gar nicht mehr so schlecht. Gerade wenn die Abseitsfalle halt öfters mal greift. Wobei ich schon fast sagen würde, das war fast schon eine Höhe. Gerade weil ich in der Vorwärtsbewegung war. Das Trommelspiel hört sich echt mal so an, als hätten die da gerade Karneval. Und der Pass, das wird eine Torchance. Jetzt aber. Knapp, ey. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff. Nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Geniale Sache. Kann ich drüber hinwegsehen. Das war der erste Torschuss in dieser Partie in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Da treibt er den Ball weit vor. Auf der rechten Seite. Mal sehen, wie es weitergeht. Ah, hat er noch den Block. 0:0 bis hierhin. Sie haben nichts verpasst. Bleiben Sie aber jetzt dabei. Nicht zum Kühlschrank gehen. Jetzt der Abschluss. Ach Mann, aber schön gespielt, ey. Schön gespielt. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse. Die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Da kommt die Flanke. Was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Der Spielzug verläuft im Sand. Ob den jemand bekommt? Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus. Aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Das ist die Möglichkeit. Zu langsam, fischt der aber also aus der Luft, wie ein Hecht, Junge, wie ein Hecht. Guter Lauf auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Oh. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Ist das ein langer Ball? Und die Schusschance, da geht er durch. Nee, diesmal nicht.
macht Spaß, definitiv. Ja. Er treibt den Ball durch. Das ist ein Foul. Also da plädiere ich mal auf den Schiedsrichter, dass er mal irgendwie was sagt, weil da kommt die Gelbe auch schon. Der Monte. Ja, das ist auf jeden Fall vorm Elfer, also. Das auf jeden Fall. Aber wir sind auf jeden Fall mies reingegrätscht, ey. Er wird wohl direkt draufhalten. Also das ist keine optimale Entfernung, aber ein richtig starker Vollspannschütze, der richtig draufhaut, für den läuft das hier vielleicht sogar unter Nahdistanz. Okay, das wird geübt im nächsten Training. Ansatz war gut, Bearbeitung war scheiße. Was mir gerade auch so auffällt, die Zuschauer sehen definitiv individueller aus als wie bei so manchen FIFA, was ich kenne. Und der kommt durch. Und die Möglichkeit. Oh, da kannst du eine Schablone drauflegen, wie vorhin, und wieder klappt's nicht. Schön. Ja. Also schön gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, da habe ich natürlich schneller gedrückt, als ich eigentlich wollte. Das war mein Fehler. Ich finde, es fühlt sich aber direkter an als so manches FIFA. Ein verschenkter Einwurf. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihnen der Ehrgeiz oder der Mut fehlt, aber viel machen sie nicht aus ihrem Ballbesitz. Ich finde auch die Sprüche wiederholen sich nicht so oft. Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. So ein Fehler darf den Torwart nicht unterlaufen und er selbst weiß das am allerbesten. Den Lauf muss man jetzt einfach mal ausnutzen. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Sie führen, sie sind im Vorteil und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Ah. Ich hab's drauf. Ich mach dich irgendwann da nur durch Verletzung und fertig, Junge. Das Spiel wird aufgegeben, weil keine Spieler mehr da. Also, Verletzungen sind hier schneller vorhanden wie bei FIFA. Und der Fernschuss, was ein Strahl. Was für ein Strahl, okay. Guter Ballvortrag. Was wohl als nächstes kommt? Auf geht's in die Kabinen, es ist Halbzeit. Ja, da hat Halbzeit 1-0. Da ist man defensiv wie offensiv und dafür wurde das Team belohnt. 1-0, nur ein Tor drin, beide Mannschaften. Ja, klar. Okay. Schuss aufs Tor hat mich. Boah, krass, ey. Ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Okay. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Aufs lange Ecke zirkelt. Gutes Timing, gute Position, schlechte Umsetzung. Da
Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer. Was ist es passiert? Krasse Sache. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Was? Das war wohl einer der stärksten Schüsse, die wir bisher zu sehen bekommen. Was für eine Überraschung. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Oh mein Gott. Und damit steht fest, Doppelpacker. Drehen wir jetzt das Spielverhalten von Freunden um, oder wie? Ja, auf jeden Fall sehr viel Platz gelassen habe ich dir da auf jeden Fall. Ja. So, 2-0 jetzt also. Das ist ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren, aber die Betonung liegt auf eigentlich. Ab auf die Flanke. Ah. Wieder mal richtig gut verteidigt. Er schlägt ihn nach vorne. Ab in die Spitze. Okay, ist ein Fail. Langer Ball in den freien Raum. Das ist sauber das verteidigt. Er versucht ihn da durchzuspielen. In den Rücken der Abwehr gespielt. Gefahr fürs Tor. Die Wucht war da, aber die Präzision hat gefehlt. Sie müssen hier auf den Torerfolg drängen, überhaupt keine Frage. Und Schüsse aus der Distanz können ja vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Aber ich muss mal gestehen, und ich gestehe jetzt einfach mal, es sieht ja auch um. Auch wenn die Animation an sich nicht sehr schön ist von den Spielern, aber die Wiederholung an sich ist okay. Und keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Ein langer Ball. Jetzt legt der Chris hier auf, ey. Jetzt aber. Er zieht durch. Alter, Friede, ey. Ja, ich muss das ein bisschen rauskriegen, so was ist Doppelpass, was sind flache Pässe, hohe Pässe. Angeschnittene Bälle, nicht angeschnittene Bälle und sowas halt. Sobald du das dann raus hast, L1, R1, glaub, bei Z3, so eine Sache halt, ne? So. Aber die Knöpfe sind weit nach vorne. Die Knöpfe sind auch sehr sensibel. Stehen sie wirklich stabil? Oh. Der ist schön durchgekommen. Rutscht voll rein. Zweikampf hier. Jetzt versucht der Raum zu gewinnen. Und ein Schuss. Ey, selbst der geht nicht rein, Mann. Was ist denn los hier, ey? Barriere und Vorhang. Barriere und Vorhang. Ich hab den falschen Ort. Global, ey. Gebannt. Und er haut das Ding vor. Das war ein klares Foul. Ja, der erste Vorteil gelten lassen, hat gesehen, kam es nicht wieder hoch.
Spaß, Spaß, Spaß. Glück gehabt. Lass mal links machen, hier. Spieleraustausch. Teams bringt für zweite Ballbesitz etwas Produktives zustande. Sehr gut antizipiert. Er geht da im richtigen Moment rein. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Ab auf die linke Seite. Ein langer Ball nach vorn. Raus auf den Flügel. Sehr gut freigelaufen. Der Ball kommt in die Mitte. Und er ist zur Stelle. Und er zieht ab. Das wird nichts. Weit vorbei. Och, Mensch, ey. Keine Chance, ey. Gerade keine Chance. Ich sehe keinen Stich. Ich weiß nicht, wieso. Guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Und da packt er die Sense aus. Um Himmels Willen. Die Sense. Da kommt der Flachpass. Und mit dieser Aktion endet das Spiel. Ja, das war eine richtig gute Vorstellung heute. Und zu Recht lassen sich die Spieler von ihrem Feld. Nicht schlecht, nicht schlecht. 2-0 kann man sich schon mal geben. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich mache. Erstmal online zocken. Ja, ich würde sagen, dann jetzt steht es 1-1. Jetzt muss noch eine Entscheidung her. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Direkt Spiel starten. Bleib bei meiner Aufstellung. Ja, ich auch. Den nächsten Mal ein Tutorial machen. Mal gucken, wahrscheinlich mache ich das mit Dennis. Damit man überhaupt weiß, wie man die Räume erstellen muss. Dass das jetzt so kompliziert ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Das ist wirklich, hätte man ein bisschen einfacher machen können. Besonders was Privaträume angeht. Aber zumindest ist das Server kein Hosting. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Ball rollt. Die Spieler sollten jeden Moment aus. Also kann man es nicht verschieben, so weg. Ja, schafft euch mal eine anständige Leitung an. Hansi Küpper in der Kommentatorenbox. Wir beide hier oben, eine wunderbare Konstellation auf dem Rasen. Ich freue mich richtig. Das war ein klares Foul. Freistoß. Ihr seht, gleich vom Start weg ein richtig raues Lüftchen. Die erste Karte des Spiels. Naja, nach wie viel? 1 Minute 50?
Da ist die Chance. Abseits. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Punkte für schneller Antritt. Passt ihn rein. Mit gutem Stellungsspiel. Okay. Läuft ganz gut auf der Seite, aber jetzt braucht er jemanden, der ihm hilft. Kein Foul. Okay. Bislang ist noch nichts Aufregendes passiert. Schießt ihn aufs Tor. Krass. Tor. So, das wegen dem Foul kann ich dir sagen, war definitiv keins, weil er hat den Ball getroffen. Auf jeden Fall. Also, das sage ich nicht, weil es mein Spieler ist oder so, aber er hat definitiv den Ball getroffen. Das kannst du, ja, hätte sie jetzt gelassen, so hätten wir es uns nochmal angucken können. Aber. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Ein langer Ball. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Der Ball fliegt in die Mitte. Ein Kopfball! Gutes Timing, gute Position, schlechte Umsetzung. Ja, so schlecht war die. Das ist seine Stärke, das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Auf jeden Fall ein paar private Turniere starten. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Ob er nach innen zieht? Da ist das Ding! Wow! Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin! Oh, das ist ein schönes Tor, ne? Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Ist der reaktionsschnell, der Ball prallt ab, er ist sofort da und schlägt zu. Super Hin- und Herspiel. Lief einfach geil. Ich dachte erst, das Ding wird nichts. Ja, schon nicht schlecht, ja. Damit geht's wieder komplett von vorne los. Sie haben das Tor gemacht und dann haben sie sich gefreut. Sie haben sich zu viel gefreut. Sie haben sich zu früh gefreut. Was für ein Satz. Und sie bekommen hier den Freistoß. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Ja, die Spieler sind ganz anderer Meinung, wie wir sehen, aber der Schiedsrichter bleibt bei seiner Entscheidung. Oh. Okay. Auf jeden Fall verdient. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Probiert er zu schnibbeln. Seine Freistöße mit dem Vollspann sind berühmt und berüchtigt. In diesem Fall darf der Gegner durchatmen. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Versucht es mit einer Hände. Nein! Ja, der ist gut, der ist gut. Sie haben zurück in dieses Spiel gefunden. Und wie? Eine millimetergenaue Flanke, perfekt verarbeitet. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Krass, ey. Da hatte ich Glück. Das denkt Spieler, den nur knapp verfehlt hat. Ja, dass er so weit vorgeprescht ist, ne? Das ist hier noch gewöhnt. Und normalerweise verunsichert ein Rückstand den Gegner. Hier war es merkwürdigerweise genau andersrum. Nee.
auf die linke Seite. Der kommt richtig lang. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Ins Abseits gelaufen. Ich plädiere mal auf Abseits. Ja, von ja. Ich würde schon besser bezeichnen, also das ist schon ein bisschen besser. Du musst halt sehen, der PES, das ist das neueste PES, was es halt gibt, ne? So, und musst halt sehen, die haben halt nur die Features rausgenommen, die du in Pro Evolution Soccer hast, ne? So ein paar. Was aber die Lauftaste immer im Anschlag der Pass. Ja, natürlich. Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Und er ist immer noch am Ball. Da kommt der Was geht denn, Alter? Der ist drin! Also ich bin per ISMPS der Überzeugung, ist ein bisschen bessere Spieler R. Das hat sich jetzt ein bisschen so angehört, wie deine Kippe bei Sponsorbilanz. Drei Studenten steht R. Man sieht diese Ball unbedingt bekommen. Er schafft und er macht ihn rein. Oh mein Gott, Alter. Was hat denn da dein Mitspieler gemacht, warum der sich zurückgehalten hat, verstehe ich nicht. Vielleicht, weil er dachte, Frag mich was Besseres, Alter. Ich check's nicht. Könnte sein, dass er gedacht hat, dass es ein Foul war, weil es sah knapp nach einem Foul aus. Kann ja sein. Ich hätte es für einen Moment auch gedacht. Und mit einer 2-Tore-Führung geht's nun weiter. Ich biete Wetten an. Das ist schon die Entscheidung. Das reicht zum Sieg. Wer dagegen halten möchte, soll sich melden. Chris, rufst du bitte mal bei dem an. Ja, also wir hatten arge Probleme in unserer Defensive, unsere Angriffsabteilung hat nicht gegriffen,
Unser Problem besteht darin, dass wir sehr, sehr krass über die Flanken gekontert worden sind. Und da liegt unser Problem. Wir müssen auf jeden Fall an uns arbeiten. Ja, Gladbach hat aber auch, ich muss sagen, viele Chancen vergeben. Warum hat ihre Mannschaft da einfach nicht die Initiative ergriffen und kreativ Druck gemacht? Ja, ich würde sagen, uns fehlt es heute an einem Spielmacher. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir Privilegien setzen müssen und dass wir auch gehörig Nachschub brauchen. Deswegen haben wir unseren Nachwuchs und wir werden dort auf jeden Fall die Tage nochmal später uns zusammensetzen, das ganze Team, und mal schauen, ob wir dort Verbesserungsvorschläge haben. Wie würden Sie die Strategie von Borussia Mönchengladbach einschätzen? Sehr aggressiv, dennoch sehr solide und sehr, ja, ich möchte mal sagen, sehr, 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 ja, wie soll man das einschätzen? Also sehr solide auf jeden Fall in der Defensive, und was den Angriff angeht, geht natürlich nach vorne. Da kriegen wir schön aufs Gesicht. Dankeschön, und damit geht's zurück ins Stadion zur zweiten Hälfte. Danke. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Gut dazwischen gegangen, genau das war nötig. Er schlägt ihn nach vorne. Da wird er abgeräumt. Der kommt weit nach vorn. Ah, Schiri spielt mit. Langer Ball in den freien Raum. Da sucht er seine Vordermänner. Ah! Was? Da wollte er mal mit dem Gegner kuscheln, wa? Weit nach vorn gespielt. Er bringt ihn in die Mitte. Nein! Was ist passiert? Ja, ich habe hinten keine Kopfschocken. Klasse Hereingabe, und dann hatte er leichtes Spiel. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Start, aber er bringt sich in Position und dann macht er alles. Lapache. Aber wirklich alles. Ja, warte noch kurz, muss man eben schnell die Kette machen. Lapache kreativ, einfach aktiv besser. Bist du fertig? Mit 3 sind sie jetzt schon vorn. Und direkt in die Sturmspitze. Wir waren ja nicht dabei, als der Trainer in der Halbzeitpause zu seinen Jungs gesprochen hat, aber wir dürfen nach diesem Treffer feststellen, er hat die richtigen Worte gefunden. Ich wollte schon sagen, das soll jetzt nicht der Ernst. Das wäre es gewesen. Der jetzt auch noch reinliegen. Also wenn Pro Evolution Soccer jedes Spiel auch in Vollspiel so ist, dann würde ich mal sagen, wechsle ich das Spiel, dann spiele ich da in der Liga. Ich glaube, ich wäre von 0 auf 100 Profi. Aber Pro Evolution Soccer ist ja in dem Sinne das Call of Duty der Fußballszene, ne? Der virtuellen Fußballszene. Nee. Obwohl, ja doch, wenn FIFA Battlefield ist, dann ja. Es fehlt nicht viel und sein Tore-Konto wäre weiter angewachsen. Mal nutzt er beziehungsweise eigentlich andersrum. Also, weil. Er erarbeitet sie sich immer wieder.
Also so würde ich das sagen. Also Battlefield ist so das Pro Evo. Die Schussgelegenheit. Ah. Das könnte was werden. Nein! Was? Jetzt nehme ich dich aber auseinander. Und jetzt nehme Moral ich ist im Arsch, Alter, würde ich mal sagen. Ja, also kommt einem jedenfalls so vor, als natürlich auch eine Menge Glück im Spiel, der Ball fällt ihm genau vor die Füße. Da. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Aber schönes Passverhalten. App ausgetrickst. Wunderschön. Jetzt gibt's einen richtig schönen Streifen hier. Klappach einfach mal mit dir. Mal den Erfolg hier feiert mit dem Volcano. Mir ist der Name mal wieder entfallen. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Komm, Chris, das ist jetzt deine Möglichkeit. Raus auf die Flanke. Ist natürlich klar, dass man dann ins Abseits rennt. Ja, komm, also noch closer geht der nicht, oder? Noch closer geht der nicht. Da ist PES ein bisschen pingelig, ey. Aber gut, passiert auch. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Und aufs Tor. Und fast Nummer 6. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Das muss wirklich frustrierend sein für die Fans. Das ist reine Ballverwaltung ohne echtes Ziel. Da sagt der Schiri halt einfach mal weiter geht's. Sollen wir mal den Spieler wechseln? Weil wir sind jetzt schon fast 80. Minute. Okay. Was war das denn? Keine Ahnung. Gut. Wieder runter. Den muss er machen. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Nein. Noch er spielt die Kugel rüber nach rechts. Das lässt der Chris nicht auf sich sitzen. Guter Einsatz auf der rechten Seite. Mal sehen, wie es weitergeht. Yo, Alter, mal gar nicht.
besonders mutig oder überraschend sind ihre Aktionen nicht. Wie spät haben wir es? Haben wir es 4:20 Uhr? Wenn wir es 4:20 Uhr haben, dann habe ich. Ah, okay. Fast 5 Uhr. Ich muss gleich mal gucken, wann der Viersner. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu schulden. Hier habe ich so eine Langeweile. Und die Schusschance. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Echt jetzt? Oh. Ein langer Ball nach vorn. Ja, Übertragung. Und da war's weg. Chris? Da war der Chris wohl weg. Okay, Spiel hätte ich verstanden. Was? Nee, ich bin doch noch da. Nö, aber irgendwie ist Dings weg. Ja, deins ist weg. Ich bin noch drin. Ja, okay. Mies. Oh ja, aber eine Klatsche jetzt kriegen von 5:1. Mies. Also da müssen wir auf jeden Fall die Tage mal ein Rematch machen. Oh, auf jeden Fall. So, ich bin jetzt erstmal ganz schnell kurz umpinkeln. Okay. Sonst platzt mir die Blase.